Heute rede ich mit dem Frank Müller von Cisco zu einem Praxistipp im Bereich Contact Center. Und die Cisco kennt man ja aus Voice over IP, Meetings, Netzwerk, Infrastruktur. Aber Frank, sage mal, WebEx Contact Center, was macht der denn da alles genau? Hallo Detlef, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. WebEx Contact Center ist ergänzend zu unserem Standardportfolio jetzt hinzugekommen, vor ungefähr 2 Jahren. Wir haben ja eine reine Private Cloud Contact Center Lösung oder auch On-Premise Produkte und zusätzlich positionieren wir das jetzt im Markt als Public Cloud Produkt. Wir hosten das Produkt in Frankfurt im Rechenzentrum, ist ein GDPR-compliantes Produkt, was wir hier haben und haben durch den Zukauf der IMI Mobile das Ganze um digitale Kanäle auch ergänzt. Das heißt, es ist also ein volles digitales Omnichannel Contact Center mit Integration in WhatsApp, Facebook, Messenger etc. etc. pp. Und erhalten echt ein tolles Feedback, gerade von Kunden und als auch Partnern, die uns hier echt einen guten Job bescheinigen, im besten Falle. Und freuen uns, hier auf dem Markt mit dem Produkt unterwegs zu sein. Und das funktioniert nur in eurer Cisco-Welt oder auch in anderen Welten? Natürlich auch in anderen Welten. Das Produkt ist herstellerunabhängig. Wir sind Microsoft Teams zertifiziert mit dem Produkt. Funktionieren natürlich hervorragend in einem WebEx Contact Center Lösung mit einer WebEx Calling Lösung an sich, aber natürlich auch an einer Avaya, Siemens, Microsoft Teams Lösung. Kann der Kunde sich am Ende des Tages aussuchen und wir setzen es dann entsprechend um. Und hinter diesem WebEx Brand habt ihr nicht nur Meeting, was bekannt ist, sondern auch viele weitere Sachen versteckt? Ja, genau. Wir haben hinter dem WebEx-Portfolio, bekannt halt genau durch diese Meeting-Plattform, haben wir auch andere Produkte dahinter gesteckt. Am Ende ist WebEx der Brand für unser Cloud-Portfolio, für Collaboration. Da haben wir unsere Meeting-Plattform hinter. Wir haben WebEx Calling, also ein Cloud-Calling-Produkt. Man kann unsere Devices direkt in der Cloud registrieren. Wir haben eine eigene Security-Lösung, die die Plattform sicher macht, als auch Operations-Software, die am Ende auch Ende zu Ende eine gesamtheitliche Lösung für den Endkunden liefern können, aber nicht müssen. Also hier kann man à la carte sich aussuchen, was man möchte, was man braucht und dementsprechend halt auswählen. Frank, danke. Weitere Informationen findet ihr im verlinkten Artikel. Viel Spaß dabei. Danke.